Hallo Leute, und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe mir gedacht, ich mache mal wieder ein Gameplay-Video zu einem Spiel, was nicht Minecraft ist oder ein Spiel, das ich schon mal gespielt habe. Und da habe ich mir gedacht, spielen wir mal Supreme Ruler Ultimate. Zuerst, wie bin ich auf das Spiel gekommen? Ich wollte Victoria 2 spielen, beziehungsweise ich wollte eine Alternative für Victoria 2 spielen. Da ich Victoria 2 schon sehr viel gespielt habe und die Mechaniken im Spiel sehr gut sind. Und habe ich mir gedacht, ich brauche ein anderes Spiel, was auch so ähnlich ist. Und ich habe es gesucht und eigentlich habe ich ein anderes Spiel gesucht und bin auf Supreme Ruler Ultimate gestoßen. Zwar ist das Spiel nicht so. Es ist schon ähnlich mit Victoria 2, aber es ist nicht wirklich das gleiche. Ja, es gibt andere Mechaniken, die anders waren in Victoria 2. Es funktioniert einige Sachen anders. Und ich habe es insgesamt gleich schon 50 Stunden das Spiel gespielt und ja, also das Spiel zu lernen ist eine richtige Herausforderung. Ich finde es schade, dass eigentlich im Internet so wenig Tutorials gibt, Beispiel Unemployment und Inflation, wie man das runterbekommt und so weiter, beziehungsweise Unemployment will man weiter oben haben, weil sonst kosten die ganzen Fabriken so viel Cash. Ja, ich muss sagen, fange ich mal an. Das Spiel ist 2014 rausgekommen und seit DLC 2017. Und anscheinend arbeiten die gerade an einem neuen Spiel. Also die Entwickler, die Battle Goat war es, glaube ich, irgendwo. Battle Goat, ja. Ich sage, wir spielen mal gleich mal Sandbox-Spiel. Und das Sound ist laut as fuck. Okay, das ist wirklich zu laut. Reborn. Okay, in dem Spiel ist das Ziel Österreich, Minecraft will create the game. Wir müssen Österreich-Ungarn wieder aufbauen. Okay, eigentlich nicht so, egal. Ich würde sagen, fangen wir mit den 1949 Startern und spielen das Österreich, weil es lustig ist. Ich finde es lustiger, Österreich zu spielen als irgendwie United States oder irgendein Land, das groß ist, weil zuerst muss man alles managen, außerdem ist es keine richtige Herausforderung, ist langweilig und die Truppenbewegungen sind dann auch schon kacke, weil ich habe noch nicht rausgefunden, wie die AI, also die KI, die Künstliche Intelligenz im Spiel, die Truppen automatisch, beispielsweise wie in H2N4, eine Frontline legt und dass die Truppen sich dann aufstellen. Funktioniert nicht gescheit, ich muss die Truppen manuell hinstellen, da kann ich automatisch anstellen, dass sie angreifen und sowas halt. Ja, Europa und Österreich. Zwar war Österreich 1949 noch nicht unabhängig, die waren noch besetzt von den Sowjets, Franzosen, Amerikanern, Briten, ja, ist eh alles. In dem Spiel sind sie halt schon 1949 frei. Währenddessen Deutschland noch immer besetzt wird. Und ja, ich stelle mir ein paar Sachen ein, Ressourcenstandard, Geld, mach mal auf viel, weil das Spiel trotzdem noch verdammt schwer ist. Approval Effect mache ich mal auf Low. Ja, ich bin nicht sicher, ob das, ja, was das wirklich macht. Random Events war auf Norn, weil es gibt keine guten Events, es gibt nur schlechte Events, das Beispiel dann irgendwelche Ressourcen, keine Ahnung, verbrennendes Feuer oder Hochwasser als Futsch und so weiter, ja. Dann Loyalty, Penalties to Supply and LOS, mach auch aus, was scheiße ist. Ja, dann gehen wir mal zu Military Settings, das alles an. Bis auf. Ja, alles an. Und hier mache ich dann auf sehr einfach, weil das Spiel verdammt schwer ist. Zwar könnte ich gleich schon auf normal spielen oder easy, aber nope. Ich bin am Arsch. Wenn man einen kleinen Fehler macht, indem ich Spielbeispiel eine falsche Industrie baut, dann bist du am Arsch. Dann bist du wirklich am Arsch. Kannst nicht mehr machen, deinen Schatz zu retten. Oder muss aufpassen, dass die Nachbarsländer nicht böse auf dich sind, also nicht feindlich, weil wenn die feindlich sind, dann können die dich plötzlich einfach mal umhauen.
Beispiel, wenn du mit Italien nicht handelst, könnten die irgendwann einfach mal dich angreifen ohne Vorwarnung. Zwar finden das andere Länder dann schlecht, weil die ohne Vorwarnung angegriffen haben und so weiter. Aber es ist schon ein bisschen scheiße, wenn du gerade im Krieg gegen Ungarn bist zum Beispiel und jetzt kommen die Italiener und zwicken dich in den Rücken. Ja. Okay, dann very easy. Das mache ich aus. Beziehungsweise das könnte ich anlassen. Ja. Ich stelle mich auch nicht so wirklich mit viel mit der Politik, mit der inländischen Politik, dass sie mich wählen, so weiter herumschergeln. Zwar konnte ich dann eine Diktatur übergreifen, wenn die mich aus dem Parlament wollen, beziehungsweise mich nicht mehr wollen, aber dann mögen mich die anderen Länder auch nicht. Ja, dann können wir noch die World Violation, also wie aggressiv die anderen Länder sind, auf Low stellen, weil sonst bin ich echt im Arsch. Und würde ich sagen, starten wir mal das Spiel. Und es ist nicht gecrashed, okay, gut. So, jetzt schaut es zurzeit so aus. Und wir laufen mit 12, 13 FPS. Ach du Scheiße, warum? Sag ja nicht wegen der Aufnahme. Wait. Okay. Es war doch nicht die Aufnahme, Gott sei Dank. Ich könnte Videos machen. Oder ich könnte nochmal OBS probieren. Es war nur mein animierter Hintergrund vom Desktop. Okay, das Spiel schaut weiß so aus und wer das Spiel noch nie gespielt hat, würde jetzt sagen, ach du Scheiße, was ist das für eine Kacke. Okay, ich werde kurz erklären, wie das Spiel funktioniert. Nicht viel, dann werde ich nicht anfangen zu spielen, weil sonst das viel zu lang wird. Okay, wir haben hier diese Scheiße alles hier. Und ja, man kann hier die Zeit umstellen. Ja, gibt es hier noch die Spielsettings, das Geld, was du zurzeit hast, also das Vermögen, was du hast, was du benutzen kannst zurzeit. Dann hast du hier die Statistiken. Hier hast du die diplomatischen Sachen, die Spionage-Sachen, also wenn du ein Land, was verkaufen will oder Handel erfolgreich war, kannst du das sehen. Beispiel, wenn du einen Agent entdeckt hast oder gerade irgendwas anderes mit Agenten besetzen, dass die Leute halt was herausfinden. Militärerforschung, Geld und Welt-Events, zum Beispiel Atombombentest von den Sowjets. Ja, hier sind noch irgendwelche andere Nachrichten bzw. Tipps. Ja, kommen wir jetzt mal zu dem Zeug hier. Also mit Land können wir hier beispielsweise hinklicken und sehen, welche Gebäude da sind. Auch die Supply und Supply. Je höher das Supply ist, desto mehr wird beispielsweise produziert, mehr Strom, weil die Sachen schneller hinkommen und so weiter. Da steht auch die Bewohneranzahl. Dann kannst du hier die strategischen Waffen, Beispiel Atombomben und so weiter benutzen. Und das Zeug ist eigentlich nicht wirklich wichtig zurzeit, weil ich alles manuell spiele. Dann haben wir hier State, beziehungsweise eigentlich Diplomacy, würde ich sagen. Du kannst einfach auf unser Land beispielsweise klicken oder auf anderes und dann einfach auf Handel gehen und dann Sachen verkaufen, Technologien kaufen, verkaufen, Einheitendesigns verkaufen und Waffen. Ja. Du hast doch für jeden, also du hast für Diplomatie, Finanzen, Ressourcen, Erforschung und für Defense and ja. Hast halt einen Kollegen, der halt die Scheiße alles alleine machen kann. Aber ich werde es meistens selbst einstellen, weil die AI für meinen Geschmack zu dumm ist. Also ich kann es nicht wirklich umgehen. Dann hast du hier so Influence Relation, musst halt auf einen raufklicken und kannst zum Beispiel die Opposition, also die Opposition von der bestimmten Regierung in dem Land unterstützen. Da werden die immer aggressiv und du bekommst halt, ja, die gibt eine höhere Chance, dass sie dich angreifen. Aber du kannst hast auch dann eine höhere Chance, sie anzugreifen. Dann kannst du ihre Dings unterstützen und hier unten kannst halt dann Rebellen unterstützen und das hier dann Bürgerkrieg anzetteln und so weiter. Ja, das kann man hier Krieg erklären. Und hier kann man das Land, was loyal ist, zum Beispiel das Land konnte, Oberösterreich konnte loyal sein zu Deutschland, dann könnte man das zurückgeben. Ja. Dann kannst du auch hier schon bei State Intelligence Academy oder Security Bureau bauen. Intelligence Agency Academy
bildet Spione aus und Security Bureau, keine Ahnung, passt auf, dass keine Spione in dem Land sind, also Polizei und so weiter, bla bla bla. Dann kommen wir zum Wichtigsten, zu Finanzen, oder das Zweitwichtigste. Hier hat man auch eine AI, die kann man auch so einstellen, die ganzen Sachen. Ja, man sieht hier die Einkommen, sieht man noch hier. Nein, Namen sind aber 14.000 von Taxes, also von Besteuerung, und 10 Millionen von Verkauf von Produkten oder im Inland. Dann siehst du, wie viel das kostet. State, Intelligence und UN Membership kostet ungefähr unter 1 Million sogar. Treasury, Social Services, Facilities kosten auch ein paar Millionen. Und Production kostet auch 3 Millionen. Dann Research, gibt es auch nochmal Sachen, und Defense. Dann gibt es hier unten die Last Day Trades Zeugs. Und 7,5, wie viel man eingenommen hat oder ausgegeben hat. Hier unten sieht man dann Taxation, da kann man beispielsweise sagen, für Leute, die nicht mehr arbeiten, weil sie zu alt sind, kann man so viel besteuern oder sowas. Also wie viel man die besteuern kann. Man kann es nicht wirklich 100% besteuern, man kann es nur zu einem gewissen Teil besteuern. Hier gibt es den generellen Schieber, wie viel Steuern man die besteuert. Ja, hier gibt es dann die Social Spendings. Man kann zum Beispiel in Healthcare viel investieren, dann sterben weniger Menschen durch Krankheiten. Education, dann kannst du schneller forschen. Infrastructure, dann wird Infrastruktur einfach besser und du kannst Sachen besser machen. Environment bringt sich eigentlich nichts, bis auf das, dass halt dein Domestic Approval Rating hochschießt. Und Domestic Approval Rating ist das, wie stark dich dein Volk dich mag. Da hast du noch Family Subsidy, genau. Und wenn du das hier machst, dann bekommen die Leute mehr Kinder, weil sie mehr Geld bekommen. Law Enforcement ist das, wenn du ein Gebiet eroberst, Beispiel Jugoslawien, die Jugos, dann gibt es eine geringere Chance von Aufständen, beziehungsweise dass sie irgendwie Scheiße machen, weil es gescheite Gesetze gibt, die für die dann auch gelten und alle gleich sind halt. Ja. Dann gibt es noch Cultural Subsidy, das heißt, dass das Land, was du hast, mehr dich liebt und nicht andere Länder mag. So ähnlich halt. Und Social Assistance, was ich eigentlich immer unten habe, weil das eigentlich nur den GDP erhöht, dass die Leute halt reicher sind. Aber wie höher dein GDP ist, desto höher wird deine Inflation. Und die Unemployment steigt auch in den Keller. Also wenn du unter 3% Unemployment hast, dann müssen die Firmen viel mehr zahlen, um Leute anstellen zu können. Also ich meine damit, wenn eine Firma Leute sucht, sagen wir, es bewerben sich 20 Leute dafür, dann kann die Firma sagen, okay, ich zahle euch das Niedrigste, und dann kann mir einer raussuchen und die sagen, ja okay, es gibt so viele Leute, der Anführung ist das gleich. Das heißt, es passt. Wenn aber es viele Jobangebote gibt, aber wenig Arbeiter, dann kannst du die Arbeiter aussuchen, wo sie arbeiten gehen, also wie sie verdienen oder weniger. Und wenn sagt, ich gebe euch jetzt das Mindesteinkommen, dann sagen sie, nein, geh weg, fuck off. Ich suche mir einen anderen Arbeiter, verdiene ich safe mehr. Ja, und darum steigt die Scheiße auch in die Höhe. Im Internet gibt es auch nicht wirklich viele Ratschläge, wie man Unemployment hochbekommt und Inflation. Ich habe immer gedacht, je mehr Facilities man baut, desto niedriger wird die Unemployment. Das stimmt aber nicht. Mit Unemployment wird hier nur gemeint, wie viele Leute in Unternehmen, dem nicht der Staat gehören, arbeiten. Das heißt, um Inflation und Unemployment runterzubekommen, muss man die Social Spending auf Null geben. Und die Taxation, also die Steuerung, auf 100% draufhauen. Sonst ist deine Nation sofort am Arsch. Wirtschaftskollaps und RIP. Ja. Trotzdem wird dann noch die GDP, obwohl ich die Steuern auf Maximum habe, bei 1220 Sinus Dollar. Und ja. Egal wie viel Steuer, irgendwie werden die Pisse noch immer reicher. Ich steuere die Scheiße voll. Ich tue hier die Preise so hoch stellen, dass niemand mehr kaufen kann. Trotzdem werden die Scheißkeller noch immer reicher. Ja.
Okay, hier unten sieht man Transportation. Aber es ist. Egal. Ich hätte gedacht, dass ich eigentlich die. Die. Ah, fuck, hab ich das auch drin gemacht. Ja, okay, das ist an. Okay. Ah, doch, ist da. Jetzt ist da. Okay, okay. Man kann halt hier Infrastruktur bauen. Man kann auch aber den Typen das sagen: Bau mir Infrastruktur. Ist das. Egal. Hier kann man auch beispielsweise einstellen, Bilanz, Budget, steht hier alles schön da geschrieben, wer Englisch kann, ist klar ein Vorteil. Ja, kommen wir mal zu den Ressourcen. Die sind das Wichtigste, ja, eine der wichtigsten Sachen. Im Agriculture, das sind die Nahrung, Essen, Trinken, was die Leute brauchen. Dann haben wir Rubber, also Gummi, was wir eigentlich nur vom British Malaysia importieren können, weil... Also von UK, weil sonst niemand produziert und die Pisse machen die scheiße teuer. Beispiel Gummi im Wert von 80 Millionen Dollar verkaufen die Pisse für 300 Millionen Dollar. Ich stehe zusammen und sage, oh, okay, fick dich, ich scheiß auf euch. Ja, dann haben wir Holz, das brauchen die Leute, um ihre Häuser noch zu heizen. Ja, dann gibt es hier Petroleum, das benutzt. Braucht das Militär, Wirtschaft, eigentlich alles. Jeder braucht es. Sogar auch die zivilen Pisser. Dann gibt es Kohle für Produktion von synthetischer Gummi und synthetisches Öl. Und ja. Dann gibt es hier Metal Ore, das braucht eigentlich auch nur die Industrie und Militär. Und dann gibt es hier noch Uranium, das wird dazu zurzeit nicht benötigt, aber erst ab 1960, 70, 80 wird es dann das gebraucht für Atomwaffen, Atomkraftwerken und alles mögliche. Ja, dann haben wir hier den Strom, das wird, habe ich in jedem Spiel hatte ich hier große Probleme. Beispiel, ich brauche jetzt so 10 Kohlekraftwerke, dass ich hier auf 60, Production auf 60.000 bekomme. Trotzdem steigt die Scheiße so hoch an, dass ich mehr bauen muss und dann geht halt die Unemployment zu tief runter und die Inflation so hoch, dass immer, ja, das Spiel dann am Arsch ist. Ja. Also man kann hier auch beispielsweise Gebäude bauen, Agriculture, Timbermill und hier auch Uranium und so weiter und so weiter. Ja, man kann hier auf der rechten Seite kommen, hat man auch einen Minister, kann auch so einstellen, was man machen soll. Man sieht hier die wirtschaftliche Zeugs und hier unten sieht man noch die Production, also wie viel man produzieren will und so weiter. Hier gibt es Capacity, also wie viel die Werke höchstens produzieren können, und die Demand, also wie viel wirklich gebraucht wird. Hier unten sieht man, wer was braucht. Hier sieht man die Weltstatistiken, wer was importiert, wer am meisten exportiert. Hier gibt es Consumer slash Product Producers, also wer mehr produziert und verbraucht. Hier unten gibt es Bulk für Perth, also Masseneinkauf und hier Massenverkauf. Ich benutze das eigentlich nie, ja, weil ich das nicht brauche. Okay, kommen wir zu den Consumer Goods. Consumer Goods brauchen Zeug wie hier, gleich wie Industry und Military Goods braucht das Zeug von hier. Ja, kommen wir zur Wissenschaft. Man kann hier auch solche Research Centers bauen. Die kosten aber einiges, das sind 507 Millionen. Die braucht 46 Tage zum Bauen und insgesamt bei Industrial Goods 31.164 Tonnen. Und Annual Maintenance heißt, wie viel das kostet, das in Stand zu halten. Ja, und komplex ist halt, ist gerade zu Military. Ja. Man kann auch sagen, wie viel du den bezahlst, dass sie dir so Sachen forschen. Dann kann man hier beispielsweise bei Add Research Sachen hinzufügen. Gibt es verschiedene Sachen, beispielsweise sowas, das heißt, es benötigt was man schon erforscht hat. Beispiel hier Armor Design Level 2, das wurde im Zweiten Weltkrieg geforscht. Und dann gibt es halt noch Sachen wie Improved Power Grid, das ist so ein Zeichen davor, das heißt Non-Tradable. Normalerweise kaufe ich eigentlich die Sachen im Weltmarkt von Sowjet, von den Deutschen oder von den Franzosen oder den Schweizer. Die ganzen Technologien. Nur diese Sachen kann man nicht kaufen und muss man selbst erforschen.
Also ich kann mal anfangen mit dem Zeug hier. Okay, haben wir da irgendwo nichts mehr. Society auch nichts, Medical auch nichts, Technology, alle Nebel, paar Grid Gamma forschen. Und dann könnten wir auch. Ne, brauchen wir nicht. Das komische Gerät ist schon die Air Defense bauen. Erforschen. Obwohl das Zeug eigentlich im letzten Spiel noch nicht dabei war, aber egal. Man kann halt auch Einheiten, Designs und so weiter forschen. Ja. Okay, kommen wir dann zu. Also man sieht auch technische Races und sieht man halt, wie viel man forscht hat und wie weit man ist von den anderen Nationen. Kommen wir zu Defense Production, wo eben auch wieder so ein Minister, da können wir auch die Sachen machen. Die Initiative heißt, wie viel der Typ da die AI macht. Und ja, was ich noch nicht gesagt habe, bei den anderen kann man auch sich Sachen umstellen, Beispiel Lock, Minister from Military Spending, das heißt, wenn ich es anmache, dann kann der Typ nicht mehr da was verändern. Da kann nur ich was ändern und der Typ kann gar nichts machen. Ja. Noch kein Hinweis, bei Finanz muss man unbedingt diesen Corporate Minister von Lock Minister from Bonds anmachen. Wenn man es nicht macht, nimmt der Pisse so viele scheiß Kredite wie nur möglich, dass du mal Geld im fuck, ich kann nicht mehr reden, Alter, what the fuck. Egal, dass du halt so viel Geld wie möglich da drin hast und dann bist du halt am Arsch, weil du es nicht mehr zurückzahlen kannst. Das kostet auch sehr viel Geld immer. Ja, bei Production sieht man die Army, Air Force, Navy and Missiles. Oder Missiles. Ja. Das steht Building 00, also 00. Das heißt, wir haben keine Land Production. Gibt es Land Production, Missile Production, Naval Production und ja. Aircraft Production. Ja. Wenn man die baut, dann kann man halt mal bauen insgesamt. Hier kann man beispielsweise dann Design anwenden und bauen. Also hier klicken und sie werden gebaut. Es gibt viele Einheiten, beispiel der Ingenieur, also die Pioniere, können Gebäude, die gebaut werden, unterstützen, können beispielsweise eine Brücke bauen, dass Einheiten über einen Fluss drüber fahren. Da gibt es zum Beispiel Rickon. Die haben hohe Sichtweite und können forschen, sehen. Und dann gibt es auch was Wichtiges, nämlich den Supply Truck. Der transportiert nämlich. Der transportiert nicht. Er hat einige von militärischen Gütern geladen, die dann Militäreinheiten versorgen in Gebieten, wo es keine militärische Versorgung gibt. Ja, hier gibt es Fabrication Options für den AI, dasselbe für Sachen bauen oder nicht bauen. Dann gibt es hier die Battle Zones. Davon erzähle ich vielleicht in einem anderen Video. Die sind eigentlich nicht so wichtig für mich. Ja, gibt es auch die Alert Condition. Und ich habe das eigentlich nie wirklich benutzt, aber ja, ich könnte mir das mal angucken, weil es wird. Passiert eigentlich damit gar nichts, wird nur angewendet, wenn Krieg ist oder irgendwelche Pisse, die feindlich werden und die gleich in die Fresse scheißen wollen. Dann haben wir hier noch die Defense, das stehen alle Einheiten drin. Hier gibt es Filter to All Branches, wir hatten einfach alle Einheiten, die wir haben, genommen. Und hinklicken haben wir schon nur die Land Units, hier noch den Paparazzi. Hier sieht man Airfield und ja. Hier aber auch wieder ein Minister, kann auch wieder Scheiße einstellen und hier die Unit Orders, die sind sehr wichtig. Beispiel, wenn du dich auf den Krieg vorbereiten willst und halt die Einheiten beispielsweise zu den Jugos hinstellst. Wenn du hier die Minister Control nicht für alle ausgemacht hast, dann bewegen sich die Pisse Einheiten wieder nach oben oder irgendwie nach runter nach Vorarlberg, wo sie gar nicht gebraucht werden. Ja. Dann bringen sie nicht wirklich viel. Darum ausmachen und wenn der Krieg beginnt, tut es dann anmachen und die Initiative dann eher auf Medium oder Low stellen, dass sie halt nicht zu viel machen. Ja. Dann gibt es ja noch Missiles, die kann man dann auswählen und dann irgendwo hinschießen. Habe ich noch nie gehabt, weil ich noch nicht so weit gekommen bin, weil ich immer davor verreckt bin. Ja.
Das war eigentlich das ganze Tutorial. Außerdem kam ich hier noch ein paar kleine Sachen sehen, die ich nicht ansprechen werde, sondern die werdet ihr im Video dann sehen. Es gibt da nämlich viele kleine Sachen, Wetter anmachen, dann zum Beispiel die Ressourcen, weil die kann man ja nicht einfach irgendwo hinbauen, sondern muss auf spezielle Gebiete, wo auch ein Vorkommen ist, hinplatzieren. Ja, das war eigentlich das Wichtigste für das Video. Ja, ich hoffe mal, dass euch das Spiel auch interessiert, oder wenn ihr irgendwelche Alternativen wie Victoria 2 oder andere Strategiespiele sucht, dann hoffe ich mal, dass ihr es jetzt gefunden habt. Ja Leute, danke fürs Zusehen und wir sehen uns bis nächstes Mal. Ciao Leute.